Vom Aussterben bedroht, an einem geheimen Ort im Vogtland sind 250 Flussperlmuscheln ausgewildert worden. Sind schon geschlechtsreif. Das Ziel ist eine neue Muschelgeneration der bedrohten Tiere. Mehr dazu jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Die schwarze Flussperlmuschel, lange von der Schmuckindustrie begehrt, war in Sachsen vor 200 Jahren heimisch. Heute ist sie vom Aussterben bedroht. Im Vogtland wird seit mehr als zwei Jahrzehnten dagegen gekämpft. 250 der selten gewordenen Weichtiere sind jetzt ausgewildert worden. Das Besondere ist, dass diese Tiere schon 12 bis 15 Jahre alt waren. Normalerweise werden Auswilderungen immer mit jüngeren Tieren durchgeführt, mit 5, 6 Jahren, dann sind die 1,5, 2 Zentimeter groß. Diese Tiere, die heute ausgewildert wurden, sind schon geschlechtsreif und haben eine Größe von 5 bis 8 Zentimetern und stellen somit das Potenzial dar für eine neue Muschelgeneration. An einer geheimen Stelle sind die Weichtiere im Triebelbach ausgesetzt worden. Sie stammen noch aus den Anfangszeiten der vogtländischen Flussperlmuschelzucht. Die genauen Auswilderungsstellen werden nicht bekannt gegeben. Potenzielle Schatzsuchende, die im Inneren der Muscheln fälschlicherweise Perlen vermuten, sollen nicht zu den besiedelten Gewässern gelockt werden und das Umfeld der Muscheln stören. Jedes Tier bekommt eine bestimmte Nummer, hat quasi einen Namen und ist auch in den Folgejahren mit einem Sensor quasi wieder auffindbar. Selbst wenn Tiere absterben sollten, kann man die leeren Muschelschalen dann anhand dieser Detektoren wiederfinden. Zum Vermehren benötigt die Flussperlmuschel übrigens einen besonderen Fisch. Die Bachforelle konkret ist der Wirtsfisch. Die Flussperlmuschel stößt ihre Muschellarven in die fließende Welle und wird dort von den Wirtsfischen mit den Kiemen aufgenommen und die Glochidien setzen sich in den Kiemen der Wirtsfische fest und leben dort über den Winter bis zum Frühjahr des Folgejahres. Wenn sie 4, 5 Monate alt sind, fallen sie von den Kiemen ab und sollen dann quasi im Bachsediment aufwachsen. Da das in den natürlichen Verhältnissen momentan nicht klappt, wird dieser Zyklus, dieser Teil des Vermehrungszykluses in der Zuchtstation nachgeholt, sprich wir holen die mit Glochidien beimpften Forellen in die Zuchtstation und überwachen dort den Abfallhergang und dann werden die Jungmuscheln geerntet und in kleinen Käfigen die ersten Jahre gehältert. Das Artenschutzprojekt wird vom Vogtlandkreis sowie von Land und Bund gefördert. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.